4,5 Kilometer lang, die längste Strecke im Weltcup, wissen wir alles. Tönt natürlich anstrengend und lang, aber was es wirklich bedeutet, kann ich mir als Hobby-Skifahrerin nicht vorstellen. Aber du, Büchsi, du weißt ganz genau, was es eben wirklich bedeutet, so lange in der Hocke zu sein. Es ist hart, oder? Es ist sehr hart, es ist sehr lang, es ist sehr anstrengend. Also, aber gehen wir auf die Reise, oder? Ja, schauen wir mal, wie es ist. Aber wir gehen nicht hocken. Wir gehen nicht hocken, aber allein. Alle in die Hocke. Okay. Gut, Achtung, fertig und los! Ausser zum Start. Nach dem Start haben wir gleich 3-4 Mal abgestoßen. Und das macht schon müde. Gleich tief in die Hocke gehen, links Kurve und die grosse Rechtskurve. Eine grosse Schlüsselstelle ist ganz wichtig, dass man durchfährt, gut verwischt. Im Russischsprung muss man nicht einmal trocken, sondern man kann schön in der Hockeyposition überfahren, gleiten, Ski schön flach lassen, nicht zu viel Energie verpuffen. Und jetzt da zum oberen Hundschopf. Und das ist eine lange, lange Linkskurve, wo man herzieht mit dem rechten Fuß. Da schlacht es noch ein bisschen. Au, au, genau, au, genau. Und links ansetzen und herren über den Hundschopf. Und einen weiteren Sprung an ins Boden los. Man landet rechts, links her zur Minschkante. Und der Russenski schlacht, weil da ist es sehr, sehr riesig. Minschkante, Luft drehen, man landet. Und rechts Kurve. Und der Canadian Corn. Oh, es brennt schon, es brennt schon. Ja, ja, ja. Und schau, dass man hoch da oben bleibt. Ja, nicht tief angeraten. Und dann gehen wir in die Hocke. Oh. Oh. Der Alpweg, her zum Kernnäs. Aufstehen, rechts, links. Und sofort wieder in die Hocke. Die Ausfahrt war ganz, ganz gut gewesen. Und danach geht es zum Wasserschloss. Und mit 150 machen wir eine Rechtskurve und eine Linkskurve über den Seilerboden. Und nachher der Silberhornsprung, boff, ein weiter Sprung, aber die Landung ist im Flachen. Boom, ah, tut das weh, ah, tut das weh. Und das Österreicherloch durch, schön wippen und zum Ziel. Und jetzt die letzte Anstrengung. Ah! Linkskurve, ah, die letzte Kraft, Rechtskurve, Linkskurve und warte, 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 warte. Ziel. Oh, ist das streng. Hey. Ihr habt gut geleistet, ihr habt super geleistet. Jetzt sind die Athleten dran zum Leisten. Gleich geht's los und führen sie richtig gut an.